Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja hier diese komischen zwei Tower da, die zwei Türme, die zwei Towers da erkundet, wo auf der einen Seite Raider und der anderen Supermutanten waren. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder in einem anderen Tower. Und ich gucke mal, ob ich den Aufzug überhaupt hier benutzen kann. Ich glaube ja. Oh gut, du bist mal reingekommen. Gut. Auch so langsam. Oh mein Gott, ist das langsam. Und das ist genau der Ort hier, ne? Ja. Hätte ich ja gleich die Treppe nehmen können, oder? Die eher auf meine Fitness achten müssen. Aber nein, ich bin faul. Da. Ja. Was? Komm schon her, du Wichser. Wie bitte? Geweckt? Schon sagen, ich wollte gerade sagen, als solche im Aufzug, was? So eigentlich irre. War schon wieder. Wollte gerade sagen, das ist ein bisschen irritierend, dass man die Stimmen. Aber man die Stimmen hört, obwohl die irgendwie ein Geschoss über einen sind oder so. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich so leise bin im Gegensatz zu alles andere hier in diesem Spiel. Ich glaube, ich muss mal hier einstellen. Ja. Also allgemein, warum ist überhaupt meine Aufnahme jetzt so leise? Ich tue halt auf volle Pulle einstellen bei meinem PC. Volle Lautstärke. Aber trotzdem ist das voll leise. Kann irgendwie sein. Neuere PCs, die sind leise. Keine Ausgabe hört. Wir gehen immer über. Also. Au! Sehen nur so voll energisch hier aus. Ausholen. So, jetzt kommt ein großer Moment. Und dann hat sie es auch noch geschafft. Sie hat den zukünftigen König des Ödlands eine übergezwiebelt. Wie kann sie es wagen? Vorsicht. Dann bin ich jetzt in der Sackgasse. Okay, guck mal da hin schon wieder. Jetzt kommen wir zu einem anderen Turm. Ich muss also rüberspringen. Und dann lande ich und dann tue ich mir weh und dann mache ich. Ah! Schau mal, nee, die Stimme nicht einstellen konnte, aber ja, wäre ein bisschen zu viel Arbeit gewesen. Wir meinen ja schon die Stimme einzufügen. Das ist schon heftig. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott, da dauert es lange. Rage Quit. Oh geil. Soft Reset, ne? Ich glaube, die Tasten. Ist ja nicht mal Start, oder? Das Options. Aber ja, früher Start ist, das ist jetzt der Options Button. Options. Warum komme ich da nicht rüber? Das war gemütlich hier oben. Stimmt voll die geile. Er schießt mit seinem Laser sogar. Ich wollte schon sagen. Trotzdem geht er ganz nah an die Gegner ran. Wie verblöden Gegner aus Final Fantasy Type Zero. Was? Was ist das denn da hinten? Wir sind Soldaten mit Gewehren, die auf einen zugehen und einen mit den Gewehren schlagen. Nehmen vielleicht einen Schuss ab oder ziehen nur einmal kurz und dann kommen sie auf einen zugerannt und wollen einem die Pistolen schlagen. Das finde ich so hirngestört. Ja, was haben wir gewonnen? Kochstation. Was? Was?
Was? Und nun? Ja, super. War schon wieder. Magazin irgendwo bitte. Dann auch hier so ein Lift. Ja gut, wenn ich den unten gefunden hätte. Oh. Gibt schon wieder nichts hier von Bedeutung. Kann man den noch unten einschalten? Ach da. Oh. Wollte schon sagen. Haben wir abgeschlossen? Ja. Aber nur ein Turm, wo ich reingegangen bin. Da will ich rein. Ich muss mal irgendwann eine Power Armor mit einem Dings machen, mit einem Jetpack. Ich glaube nicht, dass man so fliegen kann. Aber so ein bisschen. So, da ist ein... Oh Gott. Da ist eine Kirche, da ist irgendein, weiß ich nicht, Schrottplatz, Autoschrottplatz, irgendwie sowas. Wir haben mal hier ein Watt zum Vampirblutkäfer. Wie war das hier bitte schön nicht ein Dingens? Kritischer Treffer. Okay, war 84 Watt. War ja schon wieder. Was sind denn das für neue Viecher hier? Alter. Ja. Stechflüge an Nest gelandet oder was? Ich komme wieder dazu, meinen Redex hier zu benutzen. Ich nicht brauche. Familie Miller. Ha. Ach die. Genau, ich erinnere mich voll. Boah. So ein dickes Vieh. Also ich habe neue Erfahrungspunkte bekommen, obwohl ich nur ein KP abgezogen habe. Mein Gott. Das ist ja wenn Aliens. Sieht auf den ersten Blick echt so aus. Oh nein. Wie muss ich mich noch gedulden? Gibt sowas von Aliens? Ich weiß es doch. In Nuka World gibt es auf jeden Fall welche. Wahrscheinlich sind die da gelandet, als ich das UFO mal gehört habe. Ich glaube jedenfalls, dass es ein UFO war. Ich hatte irgendwas gehört und dann habe ich so ein gehört. Big Johns Schrottplatz. War ich nicht auch schon? Ich weiß es nicht. Hi. Auf. Wurde von der Situation übermannt. Hab ich mal angeguckt. Oh Gott. Daneben. Hier macht mir Schaden. Was gefällt es hier? Was mal wieder so Kriegsherren ist. Das freut mich ja jetzt schon. Blöd. Oh Gott. Ich komme nicht dazu anzugreifen. Hier raus. Alter. Wie kommt man hier wieder raus? Ich bin ja voll sicher, wenn hier niemand reinkommt. Oh, also eine Baller auf mich, der eine blockiert mir die ganze Zeit im Weg. Genau der, dieser Pisser. Jetzt du, komm her. Da kannst du verdammt noch mal nicht durch den Hammer fecken.
Noch mal, okay. 25% mehr Schaden, geil. What? Schon hat er einfach die Tür da reingehen können, ne? Warum schießen die Laser auf mich? Ist ja nicht von Dingens. Mein Dog Brot. Die Reichweite von dem Teil, ne? Ich mache hier alles erkunden. Was, wenn da hinten? Du hast einen verdammten Laser-Dingens. Lasergewehr, was weiß ich. Hat Ding überhaupt einen Effekt? Gut, ja, wenn ich es dabei habe. Was für einen Effekt da sind. Hi. Ja. Was? Haue, haue. Oh Mann. Warum gehen denn jetzt alle mit Nahkampf noch los? Ist eigentlich besser, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wer da durchkommt. Oder was? Der geblieben. Ah, wo kommt die denn alle wieder her? Meine Güte, oh Gott. Einige von ihr kriege ich hier gar keinen Schaden. Mein Gott. Einige machen mir voll viel Schaden. Wir haben etwas gefährlicherer Part. Oh Gott. Wo ist er? Oh, du hast einen Minigun, kein Wunder, warum du mir so viel Schaden machst. Wo ist Doc Brot? Wäre das verreckt? Ehrlich. Ach, verdammt, verreck. Nein, guck mal, wie viele da noch sind. Geblieben. Was geht? Meine Güte. Oh nein, 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 nein. Das Magazin. Dann noch mal ja. Also verschiedene, besser wenn du einen Händler kaufst, okay. Oh, wow. Oh Gott. Das war so knapp. Du Pisser, explodiert gefälligst. Oh, ich hab was solche. Oh Gott, hör auf damit. Warum sieht das so viel aber immer ab? Alter, haben zwei von denen eine Minigun? Oh mein Gott, ehrlich, ehrlich. Konnte es vom einen Moment zum anderen schon wieder so aus Dings geraten, ne? Oh, was? Oh, oh. Boah. Ja, also ich weiß ja noch mal den ganzen Ort hier durchrennen. Oh. Oh mein Gott, ich komme nicht irgendwas zu machen. Erstmal so beruhigen. So, wo ist der? Boah. Erstmal du. Ich kann mich ja nirgendwo gegen bewegen, wenn du hier die ganze Zeit rumläufst.
Aha. Das war du, ja, du machst mir den meisten Schaden. Die Autos hier noch, ich kann mir nicht vorstellen, die nur einen Motor haben oder so, ne? Damit die kaputt schießen kann. Ja, Alter. Einer nach dem anderen, bitte. Aua. Guck gefälligst nach oben. Ja, den Kritschen machen. Oh mein Gott. Oh, du bist auch weg. Ich glaube, ich werde Ausdauer als nächstes erhöhen bei meinen Werten. Ich brauche AP, habe so ein Gefühl. Alter. Was ist denn mit der Minigun? Er ist am nervigsten von allen. Drehen sich direkt bei um. Ich rieche ihn, wo ist er? Der ist ja schon wieder von einem anderen hier umzingelt. Soll ich jetzt da ankommen? Doch, Brot? Ich höre dich. Ich guck mal da oben hin am besten. Ja, der mit zu nahe kommt, der ist dran. Und der auch immer noch da. Aber Primusse, die sind nicht stärker als Kriegsherren, oder? Ich vermisse meinen Fatman. Ich möchte nicht die ganze Zeit nur mit Fatman rumlaufen. Außerdem wiegt er viel. Oha. Simpex, geil. Nein. Oh. Oh, wollte ich nicht mitnehmen. Oh, hier gleich alles zu kunden, das wird ein Spaß. Ja, Medix hätte ich vielleicht auch einsetzen können, aber wäre schon wieder abhängig. Und ich trage zu viel, ja. Oh, klar. Was ja, das Kampfgewehr hat, geht noch, ne? Aber sobald ich hier so ein blödes Ding... Wasser ja aufsammeln, dann ist vorbei. Die Ironie. Ja, wo ist der mit der Minigun? Da, oder? Besser auf your face. Ein Ding auf Schluss. Ja. Ich höre schon am LK auf zu ballern. Auf! Aufleveln, bitte. Warte mal. HP habe ich jetzt insgesamt 626. Jetzt tue ich einen Punkt in Ausdauer reinballern. Ja, wie sehr dafür. Gesundheit, wie stark das Sprinten einen Aktionspunkt verbraucht. 626, 673, wow. Schon heftig irgendwie. Das 50 Punkte oder irgendwie so hochgelevelt bekommen. Nur durch das Level. Das Stimpack soll ja mal eine Prozentzahl heilen. Das ist halt auch gut. Mein Gott, ehrlich. Oh, komm du her. Hi. Oh, jedes Mal.
Das Blöde an den Hammer, die immer wenn ich angegriffen werde. Deswegen muss ich immer so hin und her laufen. Damit die nicht immer so einen blöden Nahkampfangriff machen. Ja, und der fliegt schon wieder. Wow, da war wieder. Boah, hier ist ja immer noch einer. Natürlich ist noch ein legendärer hier am Leben. Oh, war das auf den doch Blatt. Versorger, was gefällt hier weg? Müssen meine Versorgungsrouten ja am Laufen halten. In der Todzeit geht das nicht. So. Mein Gott, das war schon wieder. Ich bin überladen, oder? Ja, sind wir jetzt hier fertig. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Also, warte, ich hab mal irgendwas gehört. Hört mal hier. Was ist her? Schneller als du, ich kann schneller als du laufen. Ich habe mal gehört, man soll seinen Siedlern eine Minigun geben und so ein paar Schüsse 5 mm. Ich will nur ein bisschen. Dann können die Dingens alle. Dann können die locker irgendwie hier überleben. So, wo ist das Ding? Wo ist die? Ah, du gibst jetzt. Nein, nicht. Ja, du kriegst alle von mir. Du kriegst 6. Das klappte früher in Fallout 3. Also, man gibt dir nur eine Kugel oder so und die kommen dann. Die können dann unendlich ballern. Aber hier klappt das anscheinend nicht so. Aber egal. Und jetzt gemacht. Und das Ding sowieso nicht mitgenommen. Da werde ich mal ausprobieren. Das klappt. Aber wir gehen dann auf Nerven, dass die ganze Zeit die blöden Siedlungen hier angreifen und gewinnen. So, das kann man halt erstmal in Ruhe erkunden. Und jetzt gar nicht, wo ich schon war und bin ich. Jetzt mal. Vor allem, wo man hierbei hingehen kann und wo nicht. Und eine Frage, wo ist Dogbrot? Scheint es letztens irgendwo hier. Dogbrot? Das Schlimmste. Mann, nein. Da ist er doch. Ha. Ich wollte ja gerade ein trauriges Lied mit der kleinsten Violine der Welt spielen. Wie schön. Nur Stärke sollte ich vielleicht auch mal wieder hochleveln. Wird schon wieder so schnell überladen. Ah. Hier so ein Ring oder so für Leute, die kämpfen. Ich war in Caesars Legion. Was für New Vegas. Vegas. Oder New Vegas. Hm? Jetzt sogar seine eigene Bank. Okay, gerade an mein Auge reiben, ey. Dann soll ich auch noch mit einer Hand das Ding öffnen.
brauchen noch was. Das wär's. War mal wieder ein actiongeladener Part zur Abwechslung. Mein Leben in Gefahr war. Was ja was ganz Neues in diesem Projekt ist. Wieder was verschlossen. Oh, das ist ja. Cool. Gut. Na, 2 Level-Ups innerhalb von 4 Parts hier bekommen ist auch nicht schlecht. Wir haben auch gegen vieles. Eigentlich nicht, aber wie haben wir so schnell Erfahrungspunkte bekommen? Okay. Bringt das? Das ist auch eine Red Rocket Raststätte, merke ich gerade. Okay. Bringt das? Gar nichts. Gar nichts. Okay. Keine Ahnung, war ich jetzt noch nicht. Wir haben eine Dingens bekommen. Eine Zeitschrift, das ist auch was. Zum Handeln, ja. Was meiner Meinung nach nur eine der guten Zeitschriften ist. Ey. Eine Wackelpuppe, das wäre es jetzt, ne? Okay. Warte. Also. Schreib mich doch nicht so Bot. Broad meine ich, Doc Broad. Anhänger alle Löcher. Anhänger alle Löcher. Oh, Meister. Challenge accepted. Komm, stell dich nicht so an. Ah. Alter, mach hin. Gibt's jetzt nicht. So, danke. Cool. Ich wünsche mir manchmal so geskriptete Truhen. Anstatt einfach so random Dinger. Er hat jemand einen Schlafsack auf eine Matratze gepackt, ey. Der will ja voll in Ruhe und Frieden schlafen. So, haben wir jetzt hier alles da? Vielleicht noch nicht. Da war doch die Zeitschrift, ne? Da können wir ja noch mal gucken. Ist ja so eine Hektik gewesen da. Da liegt zum Beispiel uns Psycho. Und da können wir den Part auch eigentlich beenden. Ist jetzt schon wieder so spät, ja? Hallo, na? So, ja, hier war die Dingens, genau. Gut. Wo ist eine geile Aussicht hier? Ich möchte mal zur Red Rocket Raststätte ganz schnell. Au! Oh. Mach ich jetzt mal. Wenn ich von irgendwo runterfliege. Die Red Rock Raststätte. Ja, jetzt finde ich sie natürlich nicht. Da ist sie doch.
ist auch nicht die aus dem Intro, glaube ich. Weil die aus dem Intro, da ist im Hintergrund gar nichts. Ich bezweifle langsam, dass diese aus dem Intro existiert. Oh. Texturen. Die sind euch geladen. Aber hier ist auch nichts, ne? Gut. Dann heißt es schon wieder für diesen Part war es das. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.